Herzlich willkommen zurück zum Let's Play 4.3. Der Neptun-LP ist natürlich mal wieder dabei. Ja, hoi. Schließlich finden die Brüder wieder zu ihrer Mutter. Hat das Familienleben eine Zukunft oder kann es nur einen Lieblingssohn geben? Sind wir tatsächlich schon in Nähe des Endes? Die Vergangenheit ist nicht länger im Weg. Es ist soweit. Lass uns zu ihr gehen. Das dürfen wir nicht verpassen. Familie hat dir nie was bedeutet. Willst du weiterhin den Befehlen dieser Frau folgen oder deinen Blutsverwandten die Treue halten? Darauf habe ich gewartet, Bruder. Du hast mich schon einmal getötet. Beim zweiten Mal wird es nicht so einfach. Das verspreche ich dir. Interessant, wie jetzt hier die Bewertung aufgelistet wurde. Jetzt bin ich mal gespannt. Scheinbar hat das über das Ende entschieden. Okay. Oh, knapp. Yep. Zusammen hätten wir Götter sein können. Das war dann das Ende von 4.3. Mein Gott. Ja, man glaubt es kaum. Ja, ich habe gedacht, es würde noch irgendwas kommen, aber war dann doch nicht so. Nee. Dann müssen wir noch die Credits durchlaufen lassen. Das ist auch wahrscheinlich keine so schlechte Idee, weil die Musik ist so laut, dass man dich kaum hört, also ich zumindest. Also ich verstehe dich gerade noch so. Quatsch. So.
Wow, wow. Mir ist so knapp mit dem Unterschied an Punktzahlen. Mein Gott. Naja, wir wissen ja alle, dass du gecheatet hast. Ich verstehe kein Wort. Mein Gott. Auf jeden Fall war das Spiel actionreich und du gab ein paar Tote, die sind ja nicht auszuschließen. Ich versuche irgendwas zu labern in den Credits, damit es nicht zu langweilig wird. Ich verstehe immer noch kein Wort, warte doch einfach, was ich nicht überlegt habe. Wuhu! Okay. Probieren wir es einfach mal. Was gibt es abschließend zu sagen? Also ich bin der Meinung, ganz nett gemacht, die Geschichte so zu Ende zu bringen, aber ich finde, er wird den beiden Vorgängern nicht gerecht. Bin ich auch der Meinung. Vom Action her und Ballern her ist es schon cool, aber vom Kurseffekt ist gar nichts mehr da. Finde ich ein bisschen schade. Ja, das habe ich auch schon das erste Mal gemerkt, als ich das Spiel das allererste Mal gespielt habe. Weißt du, ich habe sogar extra gewartet, bis es abends dunkel ist. Und ich muss sagen, das Einzige, was wirklich spannend war, war jetzt dann am Ende in dem Forschungslabor, sage ich einfach mal, oder Krankenstation oder wie das hieß, wo dann da immer dieses Monster rumgehockt ist und gut, du dann zu den verschiedensten Räumen musstest, das fand ich so mit am spannendsten, aber ansonsten. Ja. Naja. Sonst war es einfach nur Rumgeballere, irgendwie durchkommen und ja, fertig. Ja. Aber ich finde es gut, dass es ein. Die Idee fand ich. Ich fand den Zusammenhang von. Beziehungsweise, dass der dritte Teil einen Zusammenhang hat mit dem zweiten Teil. Nicht, dass es irgendwie irgendwo anfängt und keine Ahnung hat. Es hat einen. Das stimmt. Zusammenhang halte. Das stimmt. Ja, was ich halt noch ganz schön finde, war jetzt die Idee mit dem Koop in Sachen Punkteverteilung, dass man damit quasi das Ende entschieden hat. Also, das Problem ist, ich habe jetzt halt das Ende gesehen, das ich auch gesehen habe, als ich Einzelspieler gemacht hatte. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das Alternativ jetzt mal zu Gesicht bekomme. Ich nehme an, auch dass das, was wir jetzt hatten, dass das ist, was die meisten kennen. Insofern finde ich das ein bisschen schade. Hättest du dich mal ein bisschen mehr angestrengt, dann hätten wir das andere Ende gesehen. Hab ich doch. Ich hätte ruhig mehr sehen klauen können. Hätte ich mehr sehen geklaut, hätte ich mehr Punkte. Aber die machen es auch, glaube ich, nicht mehr so wirklich aus. B
bin halt ein Teamgeist, ja? 100 pro. Weil so bei mir waren es 1000, glaube ich. Stimmt, 1000, ja, ist richtig. Das heißt, 10 Seelen, das ist, glaube ich, von der dann 10.000 Punkte Unterschied oder so. Das war ja insgesamt schon ziemlich knapp. Ja, hat ja nicht viel gefehlt. Ich glaube, in der ersten Zelle hatte ich 193.000, irgendwas, bla bla bla, und bei dir waren 205.000. Ja, irgendwie sowas in der Dreh. Hätte ich alle Seelen eingesammelt, hätte ich gewonnen. Aber naja. Schade, dass es nicht mehr so gruselig war. Ja, auch die Story, also jetzt das Spiel war doch überraschend kurz, also wir haben jetzt heute aufgenommen, knapp eine Stunde vielleicht, sag ich mal. Also, ja. Die Story. Also man hat, also ich sag mal so, man hat gemerkt, dass die Entwickler das Spiel einfach nur irgendwie, die Reihe einfach nur zu Ende bringen wollten. Und, ja. Naja. So an sich ist es okay. Man sollte es auch auf jeden Fall gespielt haben, wenn man die Vorgänge gespielt hat, aber man sollte nicht zu viel erwarten. Genau. Auf jeden Fall würde ich die ersten beiden Teilen eher empfehlen als den dritten. Ja. Ich bin jetzt auch schon drum gebeten worden. Warte mal. Ja. Bist du noch da? Ja, okay. Warte mal, ich guck noch gerade noch, weil da jetzt gerade noch was kam. Okay. Es ist dunkel. Er wird langsam wach. Okay. Darf ich überhaupt nicht daran erinnern? Okay. Ah. Soll das eine Anspielung auf einen vierten Teil sein? Ich weiß es nicht. Aber jetzt war es wirklich mit 4-3. So. Sind perfekt bei 15 Minuten.
Dann bedanke ich mich, dass du mitgemacht hast. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich in irgendeinem anderen Projekt wieder. Denke ich mal. Stimmt's? Bist du noch da? Nein, wie auch immer. Ich hoffe, euch hat das Let's Play Koop mit dem Neptun-LP gefallen. Auf jeden Fall war es ein cooles Spiel vom Ballern her, aber vom Gruseleffekt war gar nichts mehr da. Vor allem als Koop war nicht so wirklich cool. Aber so wie vorhin gesagt hast, der Anhang zum zweiten Spiel da war, das fand ich schon cool. Dann sehen wir uns in den anderen Projekten. Dann bis dann, ne? Tschüssikowski. Und bewerten nicht vergessen. Und ja, halt. Ihr wisst schon Bescheid. Tschüss.